Hast du eine Sekunde, Sam? Es geht um den Direktor. Hätten die beiden keine starke persönliche Bindung, wäre es ihm nicht möglich gewesen, zu Annelies anzuspringen. Also ich habe nachgeforscht und keine gefunden. Danke, Lisa, danke. Das Netzwerk hätte etwas ausspucken müssen. Irgendwas. Da sagt man, alte Hunde lernen keinen neuen Tricks mehr, wa? Sein ganzes Leben vor seiner Laufbahn bei Bridges wurde zensiert. Sein Name, seine Vergangenheit, alles. Wir haben keine Ahnung, wer er war. Das hat mich zu einer neuen Vermutung geführt. Ich sag's euch, das ist ein ganz schönes Hartstück Arbeit, gewesen, die Spiele zu spielen. Ne? Zwischen ihm und Clifford angebracht. Und was, wenn diese Verbindung den Sprung des Direktors zu Amelies Strand ermöglicht hat? Wenn die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben, könnte das erklären, warum Cliff auch den Direktor gefangen hält. Aber selbst wenn es so wäre, beantwortet das nicht die größere Frage. Wie zum Teufel sind die beiden an Amelies Strand gelandet? Sam, Hartman hier. Ich wollte noch etwas mit dir besprechen. Ich habe eine begründete Vermutung bezüglich Cliffs Ziel. Irgendwie beginnen unsere einzelnen Strände aufgrund des chiralen Netzwerks zu verschmelzen, wodurch eine einzelne riesige Fuge entsteht. Sollte dieser Prozess andauern, könnte eine Flut aus GDs über unsere Welt hereinbrechen und damit einen gestrandeten Tod von bislang unbekanntem Ausmaß auslösen. Clifford Angers Schlachtfelder und meinen eigenen Strand scheint dieses Phänomen nicht zu tangieren. Sie sind völlig isoliert. Sie überschneiden sich nicht mit anderen Stränden. Aber was wäre, wenn es noch eine andere Art von Strand gäbe? Auf einer höheren Ebene, die diesen Prozess in Gang gesetzt hätte. Und was, wenn ein solcher Strand kein anderer als Amelies wäre? Cliff mag den Direktor zu sich gelockt haben, aber eigentlich wollte er wohl Amelies Strand unter Kontrolle bringen, um seine Macht über alle anderen Strände zu nutzen und die letzte Strandung auszulösen. Das ist die einzige vernünftige Erklärung für Cliffs Handeln. Deshalb musst du ihn aufhalten. Wenn Hartman recht hat, haben wir ein großes Problem. Die letzte Strandung mit dem chiralen Netzwerk und Amelies Strand auslösen? Deshalb war Higgs hinter Amelie her, oder? Wenn Cliff ihn dazu angestiftet hat, ja, es passt alles zusammen. Mit der letzten Strandung kann er sich endlich an einer Welt rächen, die ihm sein Leben und sein Kind gestohlen hat. Du musst ihn aufhalten, Sam. Du musst so schnell wie möglich zu Amelies Strand springen. Hol sie von dort zurück. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn du es nicht schaffst, sind wir verloren. Marie, wie kommst du drauf? Auf der Comic-Card. Hä, was ist das denn? Ey, das ist so schlimm, ne? Ich bin auf dem linken Ohr taub. Ich höre voll Mono die ganze Zeit, ey. Einfach so waldische Gegend auf die zweite. Es machte mich tapfer.
denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Captain, ich bitte Sie, geben Sie her. Erschieß ihn, John. Erschieß ihn. Das war ein Befehl. Erschieß ihn. Boah, voll übel, Mann. Die haben das Baby weggenommen, ne? Ich bin dein Die Hard Man. Ist jetzt das Kapitel auch vorbei, oder was? Die Kippe. Ich muss jetzt nicht noch eine Kippe zaubern. Episode 11. Okay, jetzt sind es noch die letzten vier Episoden. Fort Anger. Das ist mein dritter Bossfight gegen ihn, ne? Voll Vietnam hier. Jetzt weiß ich, was ich. Ich habe aus Versehen was umgestellt, glaube ich. Beim Anvisieren, bei der Steuerung. Ah. Ey, deswegen hat er die Waffe nicht runtergenommen, Mann. Ich dachte, die ganze Besuche, die Waffe nicht unter dem Schluss laufen. Hier, okay, ich kann es weg. Kann ich mit der Waffe in Hand auch wieder laufen? Ich habe schon gewundert.
ein abgefahrenes Game einfach, ne? Perfekt, richtige Waffen? Ne, Anti-GD. Es ist alles meine Schuld, Baby. Kann ich damit auch verletzen eigentlich? Tut mir leid. Nee. Fein. Die ist komplett leer, scheiße. Ach, damit kann ich die abtöten. Oh, Mona, wie geht's dir flüssig? Einen wunderschönen Sonntagabend. Ach, Sonntag noch. Was ist denn das? Ja, noch nicht ganz. Ich bin immer noch gut angeschlagen. Ist immer noch alles voll zugespielt. Ist taub. Aber so für heute zum Stream. Ich habe sowieso dann wieder 2 Tage Pause. Ich glaube, den Sonntag wollte ich mit euch das Game hier weiterspielen. Ich kann mich ja morgen weiter ausruhen. Ich ging am bis Mittwoch, bin ich komplett fit. Jetzt schaffe ich das Game hier heute durchzuspielen, dann kommt Mittwoch gleich was Neues. Dankeschön, vielen Dank, Mona. Ah,
Ja, man muss auch sagen, ich hab mir auch gut Zeit gelassen mit vielen Sachen, ne? Ich denke, man kann das viel, viel schneller durchspielen. Wir brauchen Verstärkung. Ich hab mich da echt gut vertieft in dem Game. Weil man auch so viel bauen kann und so. Ich weiß nicht, ob du das alles reingezogen hast. Hol mein Baby. Ich beeil mich, Vielleicht kriege ich das heute noch fertig. Heute so ein bisschen länger. Du solltest glücklich sein. Boah, ich freue mich da auch drauf, Alter. Ich habe das echt nur ein einziges Mal durchgespielt bisher. Alles gut, lass raus. Alles raus ist keine Mietezeit. Irgendwas zum. Hallo. Nein, die Waffe ist auch leer oder was? Was ist denn mit dem Scheiß Internet schon wieder los? Ob du das Spiel läuft weitermachen? Hey! Alter, ich bin echt hier tot, Mann, ich glaub's nicht. Die haben mich echt gekillt, Alter. Die haben mich. Oh, nee, Bro, weil ich wollte das Game durchballern. Ich hab ihn gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, der hat die letzte Zeit genug gestreamt, dass er auch erstmal ein bisschen Pause machen wollte. Also heute. Hast du Teil 1 gespielt, Bro, Red Dead Redemption? Das wollte ich auch streamen. Pause, ne? Sag ich doch. Belass was, braucht er erst mal zu Pause, gönn ihm das mal. Aber Bro, wirklich GG, Alter, das ist echt, du hast dir echt die Dings geholt, Mann. Du hast dir echt die Trophy geholt, Alter. Man, ich hätte mir diese scheiß Panzerung mitnehmen sollen. Brauche ich das eigentlich? Ich werde das auf jeden Fall auch durchspielen. Oh, das Ende ist auch so traurig, weißt du?
im ersten Teil. Ja, so sind alles Lärm und die Schieße. Rob, bist du immer noch am Zocken oder was machst du, Faisy? Alles gut, Bruder, dir hol dich mal schön, ja? Gute Nacht, schlaf gut. Oder machst du einmal Chili Willy? Boah, ich hab das damals so gesucht, ob du das rausgekommen ist, im ersten Teil. Wo bist du, Bibi? Ich brauche dich, Bibi. Ja, so 50 Stunden, aber ich habe das Spiel hier 150 Stunden gespielt. Dreimal so lange wie Red Dead Redemption 2. Wenn du nur die Hauptstory hast, dann Red Dead Redemption. Wenn du hinterher das Spiel durchspielst, alles machst du, hab ich glaube ich 80 Stunden oder so gespielt. Wäre doch egal, wir haben doch Zeit, ne? Lass uns da nicht abhetzen. Wir brauchen Verstärkung. Das ist das Spiel, was man genießen muss. Nach die ersten, sag ich mal, 30% sind sowieso ein bisschen ruhiger, ein bisschen chilliger bei Red Dead Redemption. Dann geht das erst so richtig los. Jetzt hin. Feuer! Jetzt bist du am Zock oder was machst du? Ja gut, die legendären Titel werde ich jetzt nicht machen. Ne? Das Einzige, was ich machen werde, ich ja bitte dieses weiße Pferd holen. Rückzug los! Rückzug! Ich habe auch bei meinem ersten Durchlauf nicht alle Titel geholt. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr gehabt. Ich habe auf jeden Fall viele geholt. Wir brauchen Verstärkung! Hast du alle Tiere da geholt? Ich wollte jetzt sagen, ich hab erst gelesen, du hast alle Titel geholt. War die Weedplantage hier oder was? Wow!
Ne, ich hab Bock auf sowas, aber das war so umständlich. Boah, ich verblute. Weg, ich sehe nicht. Da hockt er auch im Gebüsch. Ah, genau vor mir. Ich habe ihn vorhin in der Weed-Plantage voll platt gemacht. Hey Bro, wie geht's? Hey, was geht ab, Bro? Was geht ab, Alter? Ich hab mir schon gedacht, Digga, dass du jetzt nicht Pause machen willst. Lass ich mir kurz was trinken, aber ich höre dich, ich kann dich weiter. Okay. Einen wunderschönen guten Abend auch an den Chat. Oh. Oh, Lavender, meine Brüderin. Ich dachte, du fängst an zu pfeifen, Alter. Was? Wer pfeift, Alter? Im Spiel, Alter. Ich dachte, du pfeifst hier rum, Alter. Baby. Ich dachte, er macht voll den Negan, Alter. Wir kommen hier raus. Versprochen. Gib mir mein Baby zurück. Wirst du Clifford Anger? Wer bist du? Bist du der Vater? Na klar, ich pfeife hier einfach mal so. Ne? Ich kann auch nicht mal richtig pfeifen. Habt ihr Glück? Tschüss, kämpfst du wieder gegen ihn? Oder das hast du das dritte Mal, ich glaube, jetzt auch das letzte Mal. Jetzt fight. Ich glaube, es kommt die Auflösung. Auflösung. Man sagt mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Meine Brücke zur Zukunft. Sam, du bringst Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Komm, Sam. Steh auf. Hey einer, willkommen zurück. Nimm Bibi und verschwinde von hier. Ich kann nichts für deine Frau tun. Tut mir leid.
Wenn sie mir etwas befiehlt, dann muss ich es tun. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir? Ja, ja, aber es wird allein durch die Zwischensequenzen noch ein paar Stunden dauern. Mir das Leben gerettet hast. Oh nein. Und zwar mehr als einmal. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Aber es müsste auf jeden Fall bald das Ende sein, da hast du recht. Es kommen so die ganze Zeit so kurze Episoden. Episode 11 ist jetzt vorbei. The Lost of Us? Ne, heute nicht. Heute macht er Pause. Heute zockt er jetzt gerade irgendwas heimlich. Heimlich ohne uns. Ne, ich zock gerade Wolong. Oh, Wolong. Aber denkst du die ganzen Nebenmissionen? Sam, geht's dir gut? Deinen Protokollen zufolge wurdest du wohl von einer Superzelle erwischt und bist kurz danach auf der anderen Seite von Ground Zero aufgetaucht. Unweit von Port North City. Wie bin ich dann hier gelandet? Dank Victor. Er hat dich bewusstlos am Hafen gefunden. Danke schon, Lavender, das hoffe ich auch natürlich, dass das rechtzeitig ankommt, das Paket. Ich glaube, Cliff könnte Lou's Vater sein. Er sagte, gib ihm mein Baby wieder. Unmöglich. Cliff wurde doch... Er gab mir das hier. Vielleicht will er uns damit etwas sagen. Etwas über die Babys vielleicht. Und darüber, wie sie entstehen. Es fühlte sich nicht so an, als wollte er uns wehtun. Eher so, als ob er bloß reden wollte. Aber du sagtest, du hättest gesehen, wie er den Direktor am Strand gefangen hielt. Ja. Es muss irgendeine Art Verbindung sein. The Lost of Us gefällt mir der Titel. Lustig, dass du das sagst. Ich hab da was, das du sehen musst. Bin beim Herumstöbern in den Archiven darauf gestoßen. Eine vom Direktor aufgezeichnete Nachricht mit dem Titel, falls ich nicht zurückkomme. Diese Nachricht ist eine Absicherung für den Fall, dass mir etwas zustößt. Nur für Bridges-Mitglieder. Und ich hoffe, dass ein solches sie jetzt ansieht. Ich bekam ein kleines Geschenk von Amelie. Sie sagte, sie bringt mich zum Strand, wenn ich will. Aber ich bräuchte diese Puppe, um dorthin zu finden. Eine Falle. Es muss eine sein. Aber ich habe beschlossen, mitzuspielen. Ihr habt ja auch alle mitgespielt, oder? Diese Maske verbirgt mehr als nur mein Gesicht. Tja, auch Amelie ist ein leeres Blatt. Keine Vergangenheit. Keinerlei Beweis für ihre Existenz. Ein Geist. Und wie es mit Geistern so ist? Habe ich Amelie nie getroffen. Ihr etwa? Habt ihr sie leibhaftig gesehen? Ihre Hand geschüttelt? Das ursprünglich von uns entsandte Team bestand aus zwei Gruppen. Amelie gehörte zur ersten, Mama und Hartman zur zweiten. Sie hatten keinen direkten Kontakt zu ihr. Ja, Amelies Gruppe wurde in Edgenot City ausgelöscht. Alle bis auf sie. Alle, die ihre Existenz hätten bezeugen können. Schwachsinn. Sie ist echt. Wir haben uns berührt. Sie und ich, wir... Also ich habe nur mit ihrem Hologramm kommuniziert. Ich habe sie getroffen. Wirklich. Persönlich. Sehr oft, als ich klein war. Ja, aber am Strand. Das hatte die Präsidentin über ihre Tochter zu sagen. Amelie wurde am Strand geboren. Ihr K blieb dort, aber ihr H kam in diese Welt.
Wegen dieser Trennung von Körper und Seele verbrachte sie fast ihre ganze Kindheit im Krankenhaus. Aber trotz ihrer Krankheit gingen ihre Doomswerte durch die Decke. Ihre übernatürliche Gabe blühte auf, als sie älter wurde und ihre Grenzen überwand. Bro, hast du das Film geguckt? Als sie 20 war, konnte sie ich physisch guck, zum Strand reisen. Nee, nee, aber im Chat. Und dort verbrachte sie ach, schon so, ja, na, ihre gesamte Zeit. Also, ach so, was wenn denn? Man mit Amelie in Kontakt treten wollte, was ging was das jetzt nur schon wieder, Alter, warte darauf mal. Beharrte die Präsidentin. Nein, Mann, hast du jetzt nicht echt gemacht, Alter. Ich schwor der Präsidentin einen Eid, Bro, Alter. Und Amerika. Deshalb war ihr Wort für mich. Nee, Mittwoch bin ich doch erst wieder da. Dankeschön, Dankeschön. Schlaf gut, Mona. Ja, schlaf bin ich ja noch. Und ihre ideale Nachfolgerin, glaubte ich das. Doch als die Archive zugänglich wurden, musste ich einfach meine Zugriffsrechte ausnutzen. Und so fand ich es heraus. Bridget hatte in ihren 20ern Gebärmutterkrebs. Sie konnte keine Kinder bekommen. Seht ihr? Es passt nicht zusammen, oder? Amelie kann auf keinen Fall Bridgets leibliche Tochter sein. Doch woher kommt sie dann? Wer ist sie? Geht noch Internet-Kev, Alter? Real? Wie können wir sicher sein, dass Amelie eine Extinktionsentität ist, wenn wir nicht mal wissen, ob Amelie Amelie ist? Die EE-Theorie könnte auch völliger Blödsinn sein. Aber wenn sie es nicht ist, wenn sie der Grund für den gestrandeten Tod ist, dann muss ich ihre Einladung annehmen. Ich habe meine Waffe mit Blutkugeln geladen. Sams Blut. Es verbindet nein, meine Waffe oh, mit, ich musst du updaten. Mit mir, mit ihm, mit uns ja, allen. Das war Update auf jeden Fall über Google und Play. Und daher sollte ich sie zum Strand Lester mitnehmen können. Oha. Ich beende, das wird doch aufgelöst, Mari. Das löst sich jetzt alles auf zum Ende. Ich sie aufhalte. Ein letztes Geständnis. Ich bin nur ein Mensch. Keine Kräfte. Nichts Besonderes. Ich habe kein Dooms. Bin auch kein Wiederkehrer wie Sam. Vom Sterben habe ich keine Ahnung. Nie ausprobiert. Ja. Ich ging durch die Hölle. Jedes Schlachtfeld war die Hölle. Aber wie schlimm es auch wurde, ich starb nie. Ich bin immer nur vorm Tod weggelaufen. Gut, ich muss los. Sie ruft mich. Bridges, lasst mich nicht hängen. Vielleicht hat er sich hinter der Maske versteckt, weil er ja diesen Typ hintergangen hat. Kapitel 12, Bridges. Weil er hier diesen Cliff hintergangen hat. Sprang der Direktor zum Strand. Oder vielmehr holte Amelie ihn dorthin. Ich sah, wie er Bridget eine Waffe vorhielt. Dann kam Cliff und brachte ihn weg. Oh, Bro, vielen Dank für dein... Ich dachte, Rappen, er wollte wegen Amelie zum Strand. Ja, sie war auch dort. Danke, Bro, vielen sie Dank. Sie war, die mich da rausbrachte. Jetzt wird mir alles klar. Wieso habe ich das nicht eher gesehen? Es war Amelie, die... Was war das? Das chirale Netzwerk ist oh, ich freue mich so auf den Film davon, ne? Laut Lochner dauert es nicht mehr lange, bis es vollkommen unbrauchbar ist. Dann war die ganze Arbeit also umsonst. Lass mich bitte ausreden, Sir. Ich sage es ihm. Fragile. Du siehst furchtbar aus. Du musst dich ausruhen. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Am Strand hatte ich ein kleines Gespräch mit Hicks. Er ließ sich leicht zum Reden bringen. Sagt er, warum er dich verraten hat? Laut ihm war es Teil ihres Plans. Was? Sie war ihre Anführerin. Der leere Sturzterror. Die Sache mit dem Aussterben. Amelie steckte hinter allem. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass du das nicht glauben willst. Aber es passt zu dem, was Die Hardman gesagt hat. Hicks hinterging mich, nachdem er Amelie traf.
Anfangs wollte er sein Einflussgebiet vergrößern. Dabei half ihm meine Kraft. Deshalb hat er mit mir zusammengearbeitet. Er war kein Terrorist. Er wollte bloß mehr Leute erreichen. Aber dann taucht sie auf und stellt meine Fähigkeiten weit in den Schatten. Mann, sie konnte sogar GDs kontrollieren. Also entscheidet sich Hicks für sie. Und da machte sie ihn zum Handlanger der Extinktion. Amelie gab Hicks seine Kraft? Erb, sie machte ihn zu ihrem Homo Demens. Was ist mit Bridget? Kannst du mir erklären, warum sie am Strand war? Gibt's dafür auch eine Erklärung? Ich weiß, dass das jetzt hart ist. Aber Hicks sagte selbst, dass Amelie eine Extinktionsentität ist. Ich habe in seine Kapsel geschaut. Und in ihr befand sich kein Baby. Stattdessen war die hier darin. So eine Puppe hatte Die Hardman auch. Das ist ihr Bridge-Baby. Dass die Terroristen die BB-Technologie neu aufgelegt hätten und Bridges dem nur gefolgt wäre, das ist Quatsch. Ihre und eure Methoden unterscheiden sich vollkommen. Dein BB verbindet dich mit der Welt. Ja, Bro, hab ich gesehen. Krass, Alter. Die Puppe verbindet sich mit Amelie und ihrem Strand. Vielen Dank, Dudimann, wirklich. Weißt du, wer noch solche Puppen hatte? Cliff. Er trug sie auf den Schlachtfeldern. Cliff, Hicks, der Direktor. Alle drei wurden von dieser Extinktionsentität angezogen und kontrolliert. Und wer ist diese EE wirklich? Ist es Bridget? Ist es Amelie? Ich weiß nur, dass der Strand uns alles verraten wird. Was sie will und warum. Wenn wir das herauskriegen, können wir die letzte Strandung vielleicht noch abwenden. Du musst sie finden, Sam. Dankeschön, Bro. Vielen Dank nochmal. Schlaf gut und träum schön, ja? Hol dich mal schon. Sie wartet auf dich am Strand. Du musst zurück nach Osten. Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit wieder zurück, Alter. Danke, danke, Bro. Danke, danke. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurück, Alter, dahin. Ey. Das war die Verarsche, Mann. Sam, die Verbindung ist instabil, also mache ich's kurz. Wir haben einen Job für dich. Fragiles Zustand verschlechtert sich. Wenn sie in ein Koma fällt, findet ihre Seele vielleicht nicht mehr vom Strand zurück. Sie braucht schnell Kryptobioten. Glücklicherweise hat Fragile Express welche in Port North City vorrätig. Deshalb sollst du welche für uns holen, während du dort bist. Am Terminal oben erfährst du alles Weitere. Bitte, so dumm, ne? Ich hab hier auf dem Tisch welche liegen. Und ich muss extra in andere Stadt. Dann wir haben mal richtig unnötig gemacht. Aber die brauchen unbedingt diese Krypto-Bioten. Schidushi. Ich hab welche auf dem Tisch und ich muss jetzt extra. Arsch der Welt, welche besorgen. Wo die an jeder Ecke irgendwie gibt. Allerdings hier gibt es so Sträuche, wo die rumschwören. Oh, Stefan, danke schön nochmal für den Net Raid. Sag mein Freund. Und komm schön, ja? Hol ich mal schön. Schönen Start in die Woche. Greif da schon wieder. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Baby? Heute wäre ein ganz besonderer Tag, wenn deine Mama nicht... Danke, danke, Bro. Du, gute Besserung noch. Hol dich schön, ja? Auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Aber je mehr Katzen, desto besser. Danke, oder? Stefan. Bald darfst du hinauskommen in die echte Welt. Und dir auch, Shake. Vielen Dank, Bro. Und dann können wir richtig feiern. Also, alles Gute.